Wir bleiben international. Der nächste Künstler ist halb Brite und halb Deutsch. Er ist 20 Jahre alt, hat eine Wahnsinnskarriere gemacht, nämlich er kommt ursprünglich aus der Nähe von London, über London dann nach Frankfurt, ist jetzt in Marburg. Ja, wie konnte das passieren? Gut. Ja, eigentlich wünscht man sich's ja andersrum. Gut. Denn auch er ist heute hier und er schreibt auf die Moderationskarte mit einer Art negativer Humor. So, da bin ich mal sehr gespannt. Herzlich willkommen, Ross! Geht? Ja, geht. Ja, wie ihr seht, Poetry Comedy. Wissen nicht, was ihr euch darunter vorstellen sollt. Also es gibt verschiedene Arten von Comedy. Es gibt gute Comedy, es gibt schlechte Comedy, sehr Adam Sandler. Wie gesagt, ich kam aus London, jetzt dann Frankfurt und jetzt halt Marburg. Ja, kleiner geworden. Am Ende endlich irgendwo im Dorf. Ja, Marburg finde ich sehr schön. Sag ich mal so. Aber jede Stadt hat seine negativen Seiten. Original komme ich aus Reading. Ich weiß nicht, kennt einer von euch Reading? Sehr schön! Jemand kennt Reading. Ricky Gervais, vielleicht kennt ihr den? Ja. Auch ein britischer Comedian kommt aus Reading. Reading ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Deswegen, ich sehe die Welt immer ein bisschen Reading-Augen, also etwas negativ. Und deswegen, als ich nach Marburg kam, habe ich natürlich die schönen Seiten gesehen, die Oberstadt. Habe ein kleines Gedicht über Marburg geschrieben. Wie gesagt, negativ. Morgens in der Bahnhofstraße, der Bus fährt über etwas, es kracht. Leute trinken Kaffee, Marburg erwacht. Menschen unterwegs, auf zur Uni, die Arbeit oder Stadt. Ich sehe den Alki, der sein Bier bei Edeka gekauft hat. Er sitzt auf den Gitterstühlen mit Hund und Kippe im Mund. Ich laufe an seine besoffenen Freunde vorbei, dessen ganzes Geld für Alk verschwund. Sie beleidigen Leute und schreien rum, wie es ihnen passt. Ey, verpiss dich, du Student. Ich steige in den Bus, suche mir einen Platz. Mädels werden gecatcalled, komm doch her, du Schatz. Doch das passiert eigentlich nicht, kein Wort fällt, weil jeder morgens im Bus die Fresse hält. Das Havanna 8 ist gefallen. Man hört die Proteste nur so schallen. Doch das wahre Opfer dieser Schlacht, die Unibib, mit Graffiti angemacht. Die Weidenhäuser Brücke, die ist dicht und da ist kein Ende in Sicht. Da arbeitet eh keiner nach der Mittagsschicht. Ganz ehrlich, das Einzige, was arbeitet, ist das Baustellenlicht. Eine Stadt voller motivierter Studenten, jedoch auch viele abgebrochene Studiumsenden. In der Lahn gebrochene Träume fließen. Naja, zumindest sind wir nicht Gießen. Ja, ich war einmal in Gießen. Es hat geregnet. Da habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Gießen geht. Marburg ist halt besser. Ja, wie gesagt, ich studiere hier, bin jetzt im zweiten Semester. Lehramt Englisch Erdkunde. Englisch macht Sinn. Erdkunde, weil man ein zweites Fach braucht. Als Student fragt man sich, was ist man? Ich wohne auch in der WG, dazu später mehr. In meiner WG habe ich einen Mitbewohner, der kocht sehr viel und sehr gerne, also kann ich einfach sagen, ein bisschen essen und schon steht's da. Das Essen ist auch sehr gut, aber manchmal hat er nicht so viel gekocht und dann muss ich irgendwo anders essen. Und wo essen wir Studenten gerne? In der Mensa. Jetzt stellt sich natürlich die andere Frage, naja, die Mensa. Das Gedicht heißt, was ist denn das? Durch die Gläserner Schiebetür, jede Woche dieselbe Kür. Menschen, die sich vor dem Kühlschrank sammeln, schauen sich die Optionen an. Die vergammeln. Nächster Schritt, wer kennt es nicht, die U-Card ist leer, da geht gar nichts mehr. 15, 20 oder gar 50 rein, da stirbt schnell das arme Sparschwein. Menschen stehen lange Schlange, so eng, fast Wange an Wange. Essensausgabe 1, 2, 3 oder 4, ja was nehme ich mir? Oder doch Empore Fleisch? Nein, ich bin nicht reich. Das Interessanteste jedoch, das Menü vom besten Koch, das gibt es noch. Das Veggie-Menü füllt jedes Magenloch. Doch die Frage, die da bleibt,
obwohl man davon gut lebt und leibt, füllt manchen Veganer einen so reinen Hass. Ja, was zur Hölle ist denn das? Das Gedicht kommt daher, dass ich einmal in der Mensa saß mit ein paar Kommilitonen von mir und wir hatten das mit Veggie essen, weil es das Einzige, was noch gab und günstig war. Und ich so, ja, was ist das? Also, wir haben es nicht gelesen. Und ich so, ja, sieht aus wie zusammengematschter Blumenkohl mit irgendwas überbacken und dann irgendeine sehr, sehr dickflüssige, aber irgendwie auch ekelhaft wässrige Soße dazu. Am Ende haben wir danach geschaut. Ja, wir hatten recht. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich wohne in einer WG. Und die WG ist ganz schön. Aber wie gesagt, alles mit Raining-Augen. Natürlich gibt es da auch negative Seiten. Aber, ja. Naja. Wolltest du nichts hören? Ja. Der Tag des Einzugs ist gekommen. Die Zeit zu Hause, die ist verronnen. WG-Leben, das ist neu. Am Anfang waren wir doch alle scheu. Putzplan, WG, Kasse und Sauberkeit waren ab Anfang an keine Wichtigkeit. Kalte Duschen, kein angebrachtes Licht, verdammt nochmal, das WLAN geht nicht. Aber ja, da fehlt das Zusammenleben, das glich halt oft einem Erdbeben. Aber nach den ersten paar Wochen hört das auf, bei uns zu kochen. Miteinander zu leben haben wir begriffen, ließen dadurch aber oft die Küche versiffen. Aber genug der Negativität, denn der Abend wird spät. 8 Monate, fast 9 in der WG. Manche sagen danach oft, ach nee. Aber es gab auch schöne Zeiten, als wir es alle zu gut mit dem Alkohol meinten. Filmabende, wo Leute eingeschlafen sind oder zusammen gegessen, das Gyros rinnt. Bilderwände aufgehangen, Dartpfeile schnell gefangen. 2, die mochten sich doch sehr. Da kam eine Beziehung schon hinterher. So wie ihr seht, das mit der WG, das geht. Ja. Also an sich mag ich meine WG sehr gerne. Ja. 3 der 5 sind auch hier anwesend. Ja, genau. Aber da habe ich das gerade mit der Beziehung gesagt. Ich habe auch eine Freundin. Und generell... Naja, die Idee, also die letzten Marburger Abend, wo ich hier war, gab es viel Liebeslieder und sowas. Und ja, gut. Dachte ich, könnte ich auch mal ein Gedicht über sie schreiben. Nicht mit Rating Augen, oder zum Teil. Und das wäre jetzt das Letzte. Aber keine Angst, die Rating Augen sind nicht für sie, sondern für mich. Romantic, also auf Englisch übrigens, weil sie Australierin ist. Romantic is not the word I would use to describe Tinder. Yet it is not something that does you and me hinder. That flaming red hair is what I first saw. Immediately, I was in awe. Swimming on our first date, I was told, that's not so great. My roommate said, mate, with that physique, your chances at success, they look bleak. But date number 2 was as unexpected as meeting you. At first in the Pegasus halls, later sitting on the castle walls. After only the 3rd day, circumstances seemed to have their way. We were officially together, and now I hope that will be forever. 9,336 kilometers away. I wish I could be with you every day. 9 more months until you live with me. Oh, how happy I will be. But sooner than that, 3 months to be exact. The plane will have landed in Melbourne Airport after a flight that was not short. I may have only known you for a bit over half a year, but to say this, I have no fear. I 100% know it's true. Forever, I will love you. Ross!